Non ci voglio credere! Kann keiner sagen, dass diese Waffe nicht mehr das. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen jetzt zurück auf dem Kanal zu einem weiteren Warzone-Video. Die H4 Blixen, eine der Meta-SMGs, wurde jetzt mit dem letzten Update nochmal verschlechtert. Ja, allerdings fühlt man fast keinen Unterschied. Plus die Waffe ist nach dem Update nochmal mobiler geworden und ist definitiv immer noch eine der Top-Waffen, wenn man das richtige Klassen-Setup spielt. Denn da hat sich Klassen-Setup-mäßig einiges getan, was Aufsätze angeht, die man jetzt vor dem Update gespielt hat. Denn wenn wir uns die Patch-Notes der H4 Blixen anschauen, sehen wir natürlich, Damage-Range ist ein bisschen verschlechtert worden, allgemeiner Schaden, maximaler Schaden ist ein bisschen verschlechtert worden. Plus die ADS-Time wurde auch nochmal so ein bisschen verschlechtert. Dazu wurde der 17-Zoll-Lauf, der ja quasi der beste Lauf in Anführungszeichen war, ein bisschen verschlechtert, was Bullet Velocity angeht, was Movement-Geschwindigkeit angeht, plus natürlich auch ADS-Time angeht. Was dafür sorgt, dass es nach dem Update einen Aufsatz gibt, der jetzt wirklich deutlich effektiver ist. Dazu wurde das 54er-Mag angepasst. Eigentlich sollte das Ganze verschlechtert werden. Irgendwie hat es Call of Duty allerdings geschafft, dass quasi die Movement-Geschwindigkeit mit diesem Aufsatz um 2% nochmal verbessert wird, was natürlich wieder auch typisch Call of Duty ist. Call of Duty hat das Ganze hier direkt schon dazu geschrieben, dass sie quasi einen Fehler gemacht haben und mit dem nächsten Update das Ganze natürlich gepatcht wird und die Movement-Geschwindigkeit so ein bisschen verschlechtert wird. Allerdings bis dahin ist es auf jeden Fall so, dass die Movement-Geschwindigkeit zurzeit verbessert wird und nicht verschlechtert wird. Trotzdem, wenn man die H4 Blixen richtig spielt, ist die Waffe definitiv immer noch eine der kompletten Meta-Waffen. Im Verlauf des Videos wird es natürlich wie immer das beste Klassen-Setup geben, deswegen bleibt gerne dran, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr in Zukunft keine Videos verpassen wollt über Warzone und die neuesten Updates und die besten Klassen und Waffen, abonniert den Kanal, checkt auch gerne Twitch ab, wenn ihr streammäßig nichts verpassen wollt. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Gameplay. Wir sehen uns in der Runde. Let's go. Boah, Leck. Hallo? Also eigentlich KGM war schon Meta, so einerseits, aber andererseits halt auch nicht für jeden, weil irgendwie nicht jeder damit so gut klargekommen ist. Whitley? Whitley muss ich eigentlich auch mal testen, theoretisch. X, der Abschrauber, der leichte. So, wir testen jetzt mal die, in Anführungszeichen, neue. Ist ja viel zu schnell. Es ist ja bodenlos. Die neue Blixen meine ich natürlich. So hat Cam, Bro. Fuck. Thank you.
Das Gras breitet sich aus. GG's, Blixen, immer noch Meter. Wichtig. So, das wäre es vom Gameplay zu der H4 Blixen. Ich glaube, man hat sehen können, dass, wenn man dieses spezielle Klassen-Setup spielt, dass die Waffe wirklich movementmäßig, wenn man so ein bisschen eingespielt ist, ein komplettes Monster ist und man natürlich auch genau deswegen viele Gunfights gewinnen kann. Und ich gehe auch stark davon aus, dass quasi, wenn das Magazin gefixt ist, die Waffe movementmäßig etwas langsamer wird, die H4 Blixen sehr wahrscheinlich immer noch Meta sein wird. Wir starten natürlich ins Klassen-Setup, Rückschussbooster natürlich für die Schussrate bei den Vanguard-Waffen immer das Beste. Dann, wie gesagt, nicht der verschlechterte 17-Zoll-Lauf, der natürlich immer noch sehr stark ist, auch für Präzision sorgt, sondern der erste 17-Zoll-Lauf für Geschwindigkeit beim Zielen plus Rückschusskontrolle sorgt, was, wie gesagt, movementmäßig auch einiges ausmachen kann, wie man merken wird. Tiefer Reflektor schafft entfernt der Kompakt und Lauf für Geschwindigkeit beim Zielen fürs Movement. Wenn man im Aim ist, ist auch ganz wichtig, wenn man movementmäßig schnell nach links und rechts ziehen kann, kann man wirklich dadurch auch einige Gunfights für sich entscheiden. Dazu, wie gesagt, das 54-Schuss-Magazin, standardmäßig wurde das natürlich ein bisschen angepasst, ist movementmäßig jetzt warum auch immer so ein bisschen besser geworden. Dazu bei der Munition würde ich entweder Hohlspitzmunition oder verlängert spielen, eins von beiden kann man hier auf jeden Fall spielen. Beim Griff habt ihr zwei verschiedene Möglichkeiten, entweder der umwickelte Griff für die Geschwindigkeit beim Zielen oder spielt den gekerbten Griff, der wirklich auch sehr stark ist, movementmäßig nochmal ein bisschen besser ist in meinen Augen. Dazu das extra ruhig, auch ganz wichtig, wenn ihr quasi wieder Geschwindigkeit beim Zielen habt und dazu natürlich zu guter Letzt das extra schnell und das ist in meinen Augen die beste Blick. Klasse, die man aktuell spielen kann. Movement-Geschwindigkeit sehr stark, allgemein immer noch eine sehr starke Waffe und auch speziell nach dem Nerf der Waffe immer noch definitiv einer der Meta-Waffen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, checkt Twitch ab und falls es ein bisschen Gehalt haben solltet, wundert euch nicht, das ganze Zimmer ist hier leer und ja, wir sind gerade am Umziehen, deswegen wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Peace. Okay. She just wanna cut up in the car, I told her start it up. I don't wanna see it from your eyes unless it's Cartier. Ran into my old chick, she said you ain't playing fair. Playing fair, playing fair. Nah, I ain't playing fair. Playing fair, playing fair. Nah, I ain't playing fair. Asked her why she staying there, she said she don't know. I had to